Liebe Zuschauer, guten Tag. Die Mehrheit der Bürger leidet in der Corona-Krise, finanziell und psychologisch. Viele Wohlhabende hingegen profitieren von der Krise und niemand mehr als die Superreichen. Laut einer Untersuchung des US Institute for Political Studies, IPS, haben 2365 der reichsten Milliardäre weltweit zwischen dem 18. März 2020 und dem 18. März 2021 ihr Vermögen um 4 Billionen Dollar gesteigert. Ein Plus von 54% in einem einzigen Jahr. Insgesamt besitzen die Milliardäre damit mindestens die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar. Hinzu kommen nicht öffentlich bekanntes Privatvermögen, verschleierte Unternehmensanteile und gewaltige in Steueroasen investierte Summen. Wir sprechen also wahrscheinlich von dem Doppelten, Dreifachen oder möglicherweise gar dem Vier- oder Fünffachen an Vermögen. Das wären bis zu 50 oder 62 Billionen Dollar und entspräche dem 4- bis 19-fachen der offiziellen deutschen Staatsschulden oder bis zum 15-fachen des gesamten deutschen Sozialproduktes. Oder aber ziemlich sicher mehr als der gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung der EU mit ihren 450 Millionen Einwohnern und höchstwahrscheinlich selbst mehr als dem Bruttosozialprodukt der USA mit 330 Millionen Menschen. Allein die als die reichsten 20 bekannten Milliardäre haben ihr Vermögen binnen Jahresfrist demnach um 742 Milliarden Dollar gesteigert. Unter den Milliardären, deren Vermögen am stärksten stieg, finden sich besonders viele amerikanische und chinesische Unternehmer in genau den Sektoren, die von der Corona-Krise am meisten profitiert haben. Die Anhäufung ungeheuren Reichtums und die zunehmende Spaltung von Arm und Reich hat sich besonders in den letzten 10 Jahren beschleunigt. Der wesentliche Grund liegt in der Nullzinspolitik und der monetären Staatsfinanzierung der großen westlichen Zentralbanken, während Kleininvestoren, das heißt vor allem Sparer, keine Erträge mehr erzielen und schleichend durch Null- und Negativzinsen enteignet werden, fließt das zusätzlich geschaffene Geld über die Banken in Kredite an Hochvermögende, die allein die notwendigen Sicherheiten bieten können und mit fast kostenlosen Krediten in Immobilien, Aktien und Unternehmensbeteiligungen in staatlich subventionierte Firmen investieren und dabei fast narrensichere zweistellige Renditen erzielen. So profitieren die Reichen, während die Realwirtschaft stagniert. Nur der Anteil der Hochvermögenden am Gesamtreichtum aller Länder steigt stetig. Die Covid-19-Pandemie verstärkt den Teufelskreis der Ungleichheit, schreibt selbst der Internationale Währungsfonds IWF, dem noch niemand besondere Fürsorge für die wirtschaftlich Benachteiligten hat zuschreiben können. Und, so der IWF weiter, da die Krise die Kräfte der Digitalisierung und Automatisierung beschleunigt hat, ist es unwahrscheinlich, dass viele der verlorenen Arbeitsplätze zurückkehren werden. 3 von 4 Haushalten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen mussten während der Krise Einkommensverluste hinnehmen. Ihre Lebenshaltungskosten stiegen hingegen um durchschnittlich 5%. Im Gegensatz dazu gaben Reiche über 10% ihres Einkommens weniger fürs tägliche Leben aus. Mitte 2020 lagen die Staatsschulden in der Eurozone, das heißt der höchst verschuldeten und wirtschaftlich immer schwächeren Ländergruppe in der EU, bei knapp 12 Billionen Euro oder rund 100% des Bruttosozialprodukts der Eurozone. Infolge des Missmanagements der Corona-Krise und andauernder Lockdowns
werden die Schulden der Eurozone dieses Jahr auf rund 110 bis 112% der Wirtschaftsleistung anwachsen. Das entspricht ziemlich genau der Mindestschätzung des Vermögens der 2365 Milliardäre in der Studie des Institute for Political Studies. Mit einer moderaten Vermögenssteuer von ein paar Promille für Superreiche in der EU ließe sich das gesamte Impfprogramm der EU locker finanzieren. Und mit einer einmaligen Vermögensabgabe von ca. 20% für einige hundert hochvermögende Europäer und in der EU tätige Unternehmen im Besitz anderer Superreicher ließen sich die Staatsschulden in der Eurozone problemlos wieder unter das Vorkrisenniveau senken. Freilich, ganz lässt sich Vermögensflucht nie ausmerzen. Unstreitig ist jedoch, würden die Profiteure der unsozialen Politik von Staat und Zentralbanken angemessen besteuert, müssten die Staatsschulden gar nicht ausufern. Und unterließe man zudem noch wahnwitzige Gesellschaftsprojekte wie die der Masseneinwanderung von Millionen unterqualifizierten Menschen aus Afrika und dem Orient nach Europa oder den Windmühlenkampf gegen den Klimawandel und konzentrierte sich stattdessen wieder auf Umwelt und Naturschutz und vor allem Bildung, hätten wir weder eine Staatsschuldenkrise noch den rapiden Abfall der europäischen Wirtschaft gegenüber Ostasien und auch den USA. Tatsächlich beflügeln Meldungen über zunehmende Ungleichheit zwischen Arm und Reich, Forderungen nach reichen Steuern und Vermögensabgaben. Selbst der IWF regt an, westliche Regierungen sollten vorübergehend die Steuern für Vermögende und Gutverdiener erhöhen. Doch denkt der IWF dabei keineswegs erstrangig an die Supermilliardäre und Hochvermögenden, sondern hat besonders die obere Mittelschicht, einschließlich von Besitzern von Einfamilienhäusern und ein oder zwei Eigentumswohnungen im Blick. Das spielt vor allem Grünen und Linken in die Hände, die am liebsten Einfamilienhäuser ganz verbieten möchten und mit der Enteignung bequem besteuerbarer inländischer Kleinvermögen ihren Green Deal und Gesellschaftsexperimente wie den EU-Migrationspakt oder eine EU-Afrika-Mobilitäts- und Migrationspartnerschaft finanzieren werden. Dies, um es der verarmten Mehrheit schmackhaft zu machen, wird dann noch mit einem Bürgergeld und einer Grundsicherung garniert, die auch alle diejenigen bekommen, die nicht arbeiten möchten, ebenso wie alle Neubürger, die gar keine Qualifikationen haben. Sie sehen also, die wahren Gründe dafür, dass immer mehr Menschen im Nichtwohlstand verharren, werden bei der Gerechtigkeitsdebatte in Deutschland gerne übersehen. Denn diejenigen, die am lautesten über immer mehr Ungleichheit klagen, betreiben in Wahrheit eine Umverteilung von unten nach oben. Dazu mehr in einem meiner nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Gunnar Beck aus Brüssel.